Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute sage ich euch mal, was ist so am Dienstag. Also, wir fangen jetzt erstmal ganz kurz von vorne an. Ich glaube, den Titel werden jetzt schon alle lesen und ich fange jetzt erstmal von ganz von vorne an, wie ich überhaupt drauf komme, dass derjenige YouTuber lügt. Und zwar, Leute, ich bin am Dienstag, bin ich von der Schule gekommen, habe wie immer Griefer Games eingegeben, habe heute eingegeben. Also auf heute geklickt war, also welche Videos am Dienstag geuploadet wurden, wer da ein Video hochgeladen und da war der liebe Flexways dabei. Und zwar hat der ein Video gemacht, wie man einer der bekanntesten Spieler werden kann. Da drin hat er ein paar Unwahrheiten erzählt, Leute, wie ich es jetzt mal nenne. Wir fangen jetzt erstmal mit der ersten Unwahrheit an. Und zwar sagt er, dass er der einzige YouTuber ist, ohne YouTuber Plus, der regelmäßigen Content auf Griefer Games Content bringt. Jetzt mal selber an dich, Flexways. Du bringst auch nur alle 2 Tage, wenn überhaupt mal, ein Video. Und es gibt noch so viele andere, die regelmäßig Content bringen, wie ich oder Legit Kotzi hier, oder Klein Kotzi, wie er auch immer genannt wird. Oder Broji, der bringt auch, nee, der bringt nicht so regelmäßig, aber es gibt auf jeden Fall viele Griefer Games YouTuber. Das hat mich zum einen erstmal aufgeregt, Leute, dass er ein Video macht mit 5000 Abos, darauf irgendwie 2000 Klicks oder so bekommt und nicht mal sich richtig informieren kann. So, dann hat er über die Clans geredet, weil angeblich, wenn man in einen Clan kommt, wird man ja bekannt. Dass die NSA einfach nur durch einen Clan bekannter geworden ist oder die Dream Army oder so. Nee, Leute, das war auch schon vorher. Zum Beispiel, ich kann euch mal ein gutes Beispiel geben. Boosted Clan, der jetzt von Lane Time geleitet wird. Lane Time war früher schon ein bekannter Spieler, ja? Der wurde nicht erst durch Boosted Clan bekannt, ja? Und der Boosted Clan wurde nicht durch Abke bekannt. Da frage ich mich auch, was geht eigentlich in diesem Gehirn von diesem Menschen vor, Leute? Weil der hat in meinen Augen hat er so erzählt, dass der Boosted Clan oder jeder andere Clan nur Fame wurde durch Abke. Ey, die waren davor ja schon auf Griefer Games in Massen vertreten, der NSA und der Boosted Clan, ja? Beide sehr nette Clans, auf jeden Fall, aber die wurden davor schon bekannt, Leute. Und nicht erst seitdem Abke. Flexways, das nächste Mal, wenn du ein Video machst, informiere dich bitte richtig. Gut, Leute, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte dazu. Falls ihr irgendwas nicht richtig verstanden habt, fragt einfach in den Kommentaren unten nach. Und wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.